Okay. 30 Minuten okay, nicht mehr als okay, aber okay. Okay genug von uns, um verdient zu führen, okay genug, um 2-0 zu führen, höher zu führen. Aber nicht das, was wir von uns erwarten, nicht das, was ich eigentlich gedacht habe, dass wir auch auf den Platz bekommen können, nachdem wie die letzten Wochen waren, wie die letzten Tage waren. Aber immer noch okay. Nach 30 Minuten erste Mal eine Leistungsdelle und reaktiv geworden, schlampig geworden, schon in der ersten halben Stunde extrem viele Ballverluste gehabt, Ballgewinne, Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, auf einem viel zu hohen Niveau, aber immer noch okay. Und zweite Halbzeit natürlich ohne Not und ohne Erklärung, ehrlich gesagt, komplett schlampig geworden im Passspiel. Freilaufverhalten, Positionierung, welche Entscheidungen wir getroffen haben, welche technischen Fehler wir machen. Wir haben gerade Zeit gehabt, die ersten 3-4 Minuten der zweiten Halbzeit uns anzuschauen. Das sind einfach 4 krasse technische Fehler, Entscheidungsfehler, Positionierung. Es sind Räume da, die wir nicht anspielen, verlieren die Bälle und kriegen dann irgendwie, ja, die Räume sind zu groß gegen den Ball. Es ist zu wenig Aufwand, wenn wir den Ball haben. Es ist einfach zu wenig Aufwand. Das ist deutlich unter dem, wie wir uns vorstellen, wie wir Fußball spielen wollen. Dann die gesamte zweite Halbzeit und dann erlaubst du einfach die Möglichkeit, dass du ein Spiel verlierst. Und das ist passiert. Wir haben kräftig mitgeholfen, noch on top. Das ist leider die Analyse für heute.